Ja Leute, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen, kurzen, schnellen Video. Und zwar, wie man bei diesem Mercedes W204, Baujahr 2010, wie man den Service zurücksetzt. Ich würde mal sagen, und los geht's. So, nach links, reisen farbliches, Telefon und okay. Dann kommen wir hier rein. So, jetzt gehen wir auf Assistent Plus, Gesamtservice. Dann gehen wir auf Service bestätigen. So, Ölqualität durchgeführt. Gehen wir auf Ja. Keine Rücknahme möglich. Bestätigen. Gesamtservice durchgeführt. Servicedaten. So. Dann sehen wir, dass da alles schön zurückgesetzt ist. Dann gehen wir hier einmal zurück und das ist alles erledigt. Ja Leute, und so schnell kann man den Service zurücksetzen. Es gibt da zwei unterschiedliche, drei unterschiedliche Varianten sogar, glaube ich, hat mir jetzt im Computer angezeigt. Und zwar mit Multifunktionslenkrad, ohne Multifunktionslenkrad, bis Baujahr 2010, ab Baujahr 2010. Ja, das ist jetzt der Baujahr 2010 mit Multifunktionslenkrad. Und ja, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, schreibt das unten in die Kommentare. Ja, war jetzt etwas schwieriger zu filmen wegen den Tasten und weil der Zoom jetzt die ganze Zeit auf den Tasten war und wir gucken mal, wie wir schneiden, beziehungsweise ihr habt es ja schon gesehen. Und ja, ich würde mich verabschieden. Guckt die Videos, lasst ein Abo da und bis zum nächsten Mal. Tschüss.